So. So, guckt mal, was der macht. Er macht nichts. Er macht nichts, er guckt sich das einfach mal an und sagt sich: Hey, ich bin der Babo. Ja, also er macht nichts. Hey ho Leute, hier ist der Gusua. Ich habe es im letzten Video voll verpennt mit dem Account switchen. Das wollte ich ja nochmal zeigen, aber ich hoffe, ich denke heute daran. Beziehungsweise jetzt. Ich mache es ja am gleichen Tag, aber ihr wisst, was ich meine. So, Felix hat nochmal richtig Loot gezogen, aber auch wieder Bartsch. Deswegen schauen wir uns das so an. Ist natürlich echt eine nice Nummer. Ich meine, das ist echt ziemlichst geil. Alter Verwalter, fast 750k. Und dann noch schön die 50% Rathaus noch weggeballert. Nochmal einen Two-Star gemacht. Einwandfrei. Ist das krass. Was die mich hier zuballern, geht ja gar nicht. Nee, 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 nee. Nee. Hier, das ist schade. Das ist die, ich meine, klar, der Magierturm gibt natürlich eh ins Gesicht rein. Aber hier, warum? Warum? Mach doch erst vorher lieber hier so kaputt. Klar kannst du sagen, gut, okay, ich habe nicht so viel Bogies und sowas und so weiter und so fort. Klar, bis die Bogies, die brauchen wir ja hier in dem Bereich. Ist besser dann. Ja, oder man macht so, aber. Ah, das. Genau, richtig. Jetzt mit Bogies. So, jetzt sind die durch. Jetzt könnte man noch ein paar. Aber genau, mit den Bogies ist das eigentlich in dem Fall eine sicherere Sache. Rangeballert, fertig. So, und jetzt hier gleich weiter, weiter, weil die sind gerade, genau, die sind nämlich gerade hier beschäftigt. Klar, ein Minenwerfer, der hier rumballert, wird nicht dahin schießen. Das ist sehr klar. Aber ihr wisst, was ich meine. Sobald die noch ein bisschen zugange sind, immer schön parallel machen. Und dann passt das. So, und jetzt natürlich hier noch gucken, wo man hier noch die 50% easy kriegen kann. Hier, da haben wir noch eine Kaserne. Hier bei den Sachen könnte man es auch noch machen, dass man die komplett wegnimmt. Ich denke mal, also schaffbar wäre es auf jeden Fall. 48, ja, dann fällt das noch und dann ist gut. Ja, genau. Zack. Bam. Und ich wollte eigentlich. So, die Queen sollte geschützt werden, genau. So, Fun-Gamer ist wieder da. So, ich bin. Ja, nur. Ich kann nur Vierer-Truppen spenden. Aber ich denke, da wird mir keiner einen Sack abreißen. So, hier ist eine Verteidigung. Boah, wobei ich echt sagen muss, das ist natürlich eine Sache, die mir wehtun würde. Wenn ich das sehe. So, oh, krass. Das hätte mir jetzt wehgetan. Gucken wir mal, wie der Rest sich schlägt. Weil ich sag mal, du. Ganz ehrlich, nee, das würde mir nicht so gefallen. Echt, also jetzt Base-Design-technisch. Weil die Sache ist die, wenn der jetzt von hier oben einreitet, dann hat der die nächsten beiden Lager ja auch gleich noch. Klar, du wirst hier ihn ein bisschen mit ein paar Bomben und sowas empfangen. Okay. Aber das kommt doch jetzt garantiert. Ich würde, ne, also ich hätte an seiner Stelle, wäre ich jetzt von oben gekommen. Aber gut, dann hast du Glück gehabt. Weil. Ich weiß nicht. Ich hätte das noch von oben irgendwie.
Oh, schade, echt. Ich meine, 800 Dunkles ist viel. Ist wirklich viel. Ich meine, jetzt, das ist für ihn jetzt gelutscht, weil erstens, er hat dir ein Schild gegeben, was natürlich für dich mega geil ist. Also, in dem Bereich auch noch egal, aber da kommt er jetzt eh nicht weiter. Ich meine, klar, obwohl, der ist 9, der kann noch ragen. Aber das ver... Oder hat er schon? Nee, der hat schon geraged. Weil sonst hätte ich mich gesagt, okay, das hätte noch. Ja, ne, es war eine Nullnummer von ihm halt. Aber da würde ich wirklich die Base-Aufstellung auf jeden Fall nochmal ein bisschen überdenken. Und jetzt haben wir Hashtag. Jetzt haben wir uns nämlich einfach einen Clan ausgesucht, der einfach total inaktiv war. Wo der Raid gepostet werden konnte. Weil er hat beitreten. So. Läuft. Ja, geil, hat er, genau, hat er erstmal schön alles weg. Cool. So, und jetzt guckt euch das mal an. Ich wollte das zuerst einfach nur mit ein paar Screenshots machen und fertig. Aber ihr seht gleich, was hier richtig abgeht. Im unteren Bereich vollkommen Banane. Ihr seht gleich, um was es geht. Ich werde ihn eventuell mehrmals zeigen. So, also da hat Nova ein bisschen geblitzt. Hat er gezeigt, dass es auch so mit dem Wetter kann und so. So, jetzt gucken wir mal. So, stopp. Noch alles easy, alles cool. Wir sehen hier ein paar Bogies. Kein Thema. So, kommt immer mehr rausgespawnt hier. Din. Und da sehen wir einen Magier. Was macht der Magier? Ich meine, der sitzt erstmal ganz stylisch da. Nit, hier. Und guckt euch gleich mal an, was der macht. So, jetzt jagt er die halt eben von einer Stelle auf die nächste. So. So, guckt mal, was der macht. Er macht nichts. Er macht nichts. Er guckt sich das einfach mal an und sagt sich: Hey, ich bin der Babo. Ja, also er macht nichts. Er macht nichts. Er denkt sich einfach mal: coole Nummer. So. Ja, das kann man jetzt. So. Guck mal, was schießt er? Was bitte schießt er? Habe ich schon gefragt, was er schießt? Und jetzt sieht man, dass er was schießt. Und jetzt nachladen und bam. Ist das krass? Ich meine, überlegt doch mal, ihr fühlt euch doch auch veräppelt, oder? Ich meine, bist du schön am Chillen, hast eine fette, gute CB drinne. Und dann sagt sich halt einfach mal der Magier, ja, ich möchte nicht. Ich will nicht. Ich gucke mir das lieber mal an. Und das ist schon eine ziemlich geile Sache. Von daher, das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Und das finde ich cool. So, jetzt kommt natürlich noch das, was ich euch zeigen wollte auf jeden Fall. Ich blende natürlich meine Account-Daten wieder aus, klar. Aber bloß mal zum Zeigen. Wir sind hier auf Android-Basis, aber nicht schlimm. Also, ich kann euch das ja sagen, das ist ja kein Geheimnis. Ich habe das ja ganz normal, mein Dorf, mein erstes Dorf sozusagen, habe ich ja mit einem iPhone gemacht. Dann konnte ich ja den Account rüber switchen, also beziehungsweise eben, ja, vervielfältigen. Das kann man wohl auch nur immer einmal. Guckt mal, das seht ihr dann da. Gerät verbinden. Das ist das Alte, das ist das Neue. Also in dem Fall, wenn ihr sowas macht, zum Beispiel, ihr sagt jetzt, ihr wollt mit BlueStacks eben auch vielleicht was aufnehmen oder sowas, dann könnt ihr eben sagen, okay, das ist das neue Gerät. Dim-di-dim. So, dann gebt ihr den Verbindungscode ein, weil beim anderen wurdet ihr nach dem, wo habt ihr gesagt, das ist das alte Gerät, dann kriegt ihr da einen Code und den gebt ihr in dem Gerät ein und dann sind die miteinander verbunden. Das ist kein Thema. Wenn man das dann sogar noch mit einer Mailadresse verknüpft hat, wie ich das gemacht habe, dann kann man aus einem iOS-Account auch ganz easy sozusagen einen Android-Account machen, sage ich mal. So, jetzt gehen wir auf getrennt und wieder verbinden. Und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, zwischen den beiden zu wechseln.
Einmal oben, einmal unten. Und ich könnte hier natürlich noch ein Konto hinzufügen. Und dann sagen hier Hans Wurst im Glück und er war cool oder sowas. So, jetzt gehe ich natürlich auf meinen Hauptaccount und sage, ich will Spaß. Ja, ist in Ordnung. So. Zack. Und dann bin ich ganz normal und ganz ohne Probleme auf meinem Hauptaccount drauf und alles ist cool. Das geht ganz gut. Und egal. Cool, dann hauen wir für den Mitch mal da raus. Und genauso eben andersrum, weil wie gesagt, mit dem Account habe ich jetzt gerade nichts zu machen. Ich freue mich, dass ich ein Schild habe. Andersherum genau dasselbe nochmal. Gehen wir mal auf den zweiten Account wieder rauf. Ja, ist in Ordnung. Und ja, für die, die es oben gesehen haben, ich heiße Martin Heinrich. Ja, das ist nicht schlimm. Also das könnt ihr gerne sehen, das ist kein Problem. So, ist in Ordnung, das passt, das passt. Das war's. Das war's. Mehr wollte ich eigentlich heute gar nicht wieder machen. Ich gehe mal wieder in Keep Calm. Achso, ja klar, ich muss natürlich dann auch erstmal den leaven. Klar. Ein Lesezeichen. Mit den Lesezeichen ist einfach episch. Zack. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und so. Danke an alle. Zack. Das war's. Und ich wünsche euch was. Ihr haut mit rein und ciao, ciao.